Die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich einem Kriegstreiber das Wort reden. Heißt, Sie sind glücklich in Ihrem Wahlkampf in Bayern als Bayern-SPD mit Kanzler Scholz? Ja, ich finde es hervorragend, dass die SPD Olaf Scholz hat als Bundeskanzler, dass wir den Bundeskanzler stellen. Wander würde ich mal weniger Streit wünschen in Berlin, aber ich glaube, das würde jeder. Das hilft. Rührt deine Kamera nicht an. Ich möchte nicht, rühren Sie meine Kamera, ich dann die Kamera neu. Ja, ich möchte nicht, dass Sie, ja, ich möchte nicht, dass Sie filmen. Sachbeschädigung. Ja, und ich möchte nicht, dass Sie hier filmen. Ach, zum ich möchte nicht, dass gerade eine Sachbeschädigung. Ich habe keine Macht. Rühren Sie mir nicht an. Rühren Sie mir nicht an. Ich rühre Sie nicht an. Wir haben Pressefreiheit und rühren Sie mich nicht nochmal an. Und ich möchte nicht, dass Sie mich filmen. Rühren Sie mich nochmal an, wir haben Pressefreiheit. Ja, und deswegen müssen Sie über mich trotzdem nicht jetzt filmen. Ich werde hier stehen bleiben. Ja, das ist schon lustig, also was die ZDF-Leute von Pressefreiheit halten. Ist eigentlich ziemlich unverschämt, aber wir merken uns die Leute, weil wir dürfen es ja senden. Und die Frau schaut zwar ein bisschen grantig, aber das nützt ja nicht. Ja, das ist natürlich. Und Sie sagen auch, man würde sie doch filmen. Ja, ja also unbedingt. Also ich will doch nicht einfach verbieten, dass man da nicht parallel, ohne dass man stört, ja, mitfilmt. Also, wirklich. Das geht ja gar nicht. Ja. Also da bin ich jetzt schon bei den Kosten. Nee, das sind die Zahlen mit den Rundfunkgebühren. Ich denke, ihr sagt ja auch, dass man hier filmen darf, weil die Dame hier, oder ja, die, App, die hat mir vor die Kamera geschlagen, hat mich auch berührt und hat gesagt, ich soll weggehen. Also was ich macht hier man keinen nicht? Ton gemacht, gar nicht. Ich habe hier nur einfach ein paar Ausschnitte nicht gefilmt. Ja. War das die Dame, die da jetzt gerade links von mir steht? Oder hier in dem Fall rechts von mir? Die hat mir eine Kamera geklappt, ich habe die Kamera auch laufen lassen. Aber vielleicht gibt es eine Konsequenz, wenn es nur eine Volontärin ist, dann ist es nicht geschehen. Aber wenn es eine feste Mitarbeiterin ist, dann muss man hier wirklich was unternehmen. Dann kriegen wir das mit Sicherheit raus, wer das ist. Das ist uns bis jetzt ja immer gelungen. Ja. Ja. Und es wird uns auch diesmal gelingen dann. Sind Sie auch hier abgelehnt worden, weil Sie zu nah dran standen? Nein, ich durfte einfach meine Meinung nicht sagen. Ich wollte dem Herrn von Brunn einfach nur fragen, er soll doch bitte was zum Kontrollwaffengesetz sagen. Er soll doch bitte was zur Streumunition sagen, die jetzt in die Ukraine geliefert wird. Aber dann hat man mich ganz freundlich wegkomplimentiert mit dem Hinweis, sie würden jetzt ja gleich die Polizei holen. Also was da dran undemokratisch ist, wenn ich sowas sage, weiß ich nicht. Aber Sie zahlen doch mit den Rundfunkgebühren. Ja, wir alle zahlen. Aber interessant, vielen Dank für die Info. Und wir lassen uns hier einfach nicht von Leuten, die von GEZ bezahlt werden, einfach unterdrücken und noch angegriffen werden. So geht's gar nicht. Vielen Dank. Also dieses Mädel gehört scheinbar zum Herrn von Brunn. Sie gehört also nicht zum Kamerateam. Das merkt man natürlich, weil so geht's gar nicht als eine Privatperson. Cheese and crackers! So, jetzt haben wir mal kurz am Stachus. Ein ganz schönes Aufgebot hier. Ja. Cheese and crackers! Cheese and crackers. Nein, ich glaube, wir haben einen Auftrag zu erfüllen und ich lasse mich nicht von indoktrinierten Kindern davon aufhalten. Genau, und so macht man das auch. Weil Pressefreiheit bei Faschisten nicht so wichtig ist. Ja, Helge im Einsatz. Neoliberal! Cheese and crackers.
Interessante Anekdote dazu: Wenn Linke Hakenkreuze schmieren, dann wird es in der Statistik als rechtsextremistische Tat bewertet. Aha. Also man muss einfach sehen, hier wird natürlich massiv geflunkert, um linke Straftaten zu relativieren. Herr Uli Henkel ist bei mir hier vom Bayerischen Landtag, grüß Gott, erstmal Exklusivinterview für Thomax TV München. Und wir wollen mal ganz kurz sprechen über die Diskussion Parteiverbot. Haben die eine Chance oder ja oder nein? Also Parteiverbot ist tatsächlich natürlich, als ich bin amtierender Landtagsabgeordneter, der Einzige aus München, stehe jetzt auch wieder zur Wahl am 8. Oktober, kann ich gleich sagen, vielleicht im Vorfeld. Ja. Ihre Frage betrifft mich als Juristen, der ich einer bin, ein Volljurist, ein Ausgebildeter sehr, weil es so toll immer heißt, ja, AfD verbieten. Also wer kann eine Partei verbieten? Es sind schon mal ganz wenige Institutionen, die das überhaupt können. Also den Antrag dazu stellen, der kann aus der Mitte des Bundestages kommen, vom Bundesrat kann er kommen. So. Und entscheiden darüber tut das Bundesverfassungsgericht. Gibt es im Grundgesetz einen eigenen Artikel, Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes regelt, wann Parteien verboten werden können, wenn sie nämlich verfassungsfeindlich sind, wenn sie nicht mit beiden Füßen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Die Presse schreibt schon da, verfassungswidrige Partei und so, also die hauen ja genau mit der Keule rum. Ja, damit soll die Bürger vor der Wahl abgeschreckt werden, eine Partei zu wählen, die ja angeblich möglicherweise bald verboten werden würde, womit die Stimme dann ja vergebens wäre, weil dann ja die Leute aus dem Parlament raus müssten. Aber dem ist natürlich in keiner Weise der Fall. Die wissen ganz genau, dass es keine Chance gibt. Die AfD steht, was ihr Programm anbelangt, mit beiden Beinen fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und es wird niemals zu einem Parteiverbotsverfahren kommen, weil das Bundesverfassungsgericht ganz strenge, ganz enge Kriterien an ein solches Parteienverbot stellt. Und ich habe die Urteile damals zum NPD-Verbot gelesen, dann aus den, ich glaube, 43er Jahren und so war es, das KPD-Verbot. Da gibt es eine gesicherte Rechtsprechung und die AfD fällt einfach nicht runter. Das wissen die anderen Parteien auch. Und dementsprechend ist es einfach nur Getöse, Getrommel in der Hoffnung, Leute abzuschrecken. Die AfD wird definitiv nicht verboten werden. Ja. Und ganz im Gegenteil, ich sage ja immer in solchen Diskussionen, bitte, 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 stellt endlich den Antrag. Ja. Weil nichts ist für uns natürlich besser, als wenn am Ende eines solchen Verfahrens das Verfassungsgericht entschieden hat, die AfD ist nicht verfassungswidrig, kann deshalb nicht verboten werden. Super. Das würde ja einen unglaublichen Zulauf nochmal von mindestens 5 oder 10 Punkten bringen. Das Risiko werden die anderen niemals eingehen. Also Scholz warnte vor Stimmungsmache von rechts und warb für mehr Zusammenhalt. Hey, scheiß Partei! Abhauen! Und ich freue mich sehr, dass wir heute unseren Bundeskanzler Olaf Scholz hier begrüßen können. Aber er weiß, wie sehr er sich verlassen hat hier auf seine Kommunen. Und wir brauchen das Miteinander, dass wir uns gegenseitig auch stärken. Er hat dafür gesorgt, dass die Strecke gut überhaupt durch die Corona-Krise. Ohne diese Sicherheit hätten wir die Politik, von der ich gerade geredet habe.